Allein dieses Jahr habe ich 7 Leichen aufgespürt von Menschen. 3 Hunde lebend lokalisiert, die in Bewegung waren, die vermisst waren, und eine Schildkröte und eine Katze. Und ich habe diese Erfolge, und von daher gesehen werde ich auch im Fall Scarlett nicht aufgeben. Erwähnenswert ist zu Beginn, dass die Tasche mitten im Wald gefunden wurde und der Weg, der dort vorbeiführt, keine klassische Wanderroute ist. Dies teilte der Finder dem Seher mit. Die Tasche war metergenau auf der von Schneiders dem Suchenden gegebenen Koordinate, was diesen vor Ort ziemlich in Angst versetzte. Doch wie empfängt Michael Schneider die Koordinaten? In der Vermisstensuche mache ich es so, dass ich mir ein Bild der vermissten Person oder des vermissten Tieres nehme, dann mich frage, ob dieses Lebewesen noch lebt oder tot ist. Und danach nehme ich mir eine Karte und lasse mein Auge und meinen Finger über dieser Karte kreisen. Und dort, wo Auge und Finger stehen bleiben, diese Stelle markiere ich, verfeinere die dann auf Google Maps noch weiter. Und diese Koordinate gebe ich dann an die Menschen, die für mich suchen. Seit einem Jahr wird die 27-jährige Schluchtensteigwanderin Scarlett S. aus Bad Lippspringe vermisst. Wie bereits berichtet, wurde sie am 10. September 2020, dem Tag ihres Verschwindens, noch einmal in einem Supermarkt in Todtmoos vormittags von einer Überwachungskamera gefilmt. Seit 12 Monaten kein Lebenszeichen mehr von der jungen Frau. Es ist schon fast mystisch, wie viele Menschen unter anderem nach ihr gesucht haben und immer noch suchen. Sicherlich wurden dadurch auch viele Wanderfreundschaften geschlossen. Feuerwehr, Bergwacht, die Rettungshundestaffel sowie private Suchtrupps und auch die Polizei zu Land und in der Luft suchten im Südschwarzwald nach der Vermissten aus Bad Lippspringe in Nordrhein-Westfalen. Während der Seher Michael Schneider schon am 14. September 2020, also 4 Tage nach ihrem Verschwinden und einen Tag nachdem der Fall in die Medien gekommen ist, von einem Verbrechen ausging, ermittelt die Polizei jetzt wieder in alle Richtungen, nachdem sie scheinbar bis vor kurzem stringent von der Unfalltheorie im Werratal ausgegangen ist. Vorausgegangen war Mitte Juli die Strafanzeige eines Privatermittlers wegen Strafvereidelung im vermissten Fall Scarlett S. und Mordverdacht mit Gefahr im Verzug in Bezug auf den möglichen Verlust von Beweismitteln. Die Strafanzeige vom 15. Juli sowie die Rückantwort der Staatsanwaltschaft Paderborn vom 21. Juli 2021, aus der hervorgeht, dass das Verfahren gegen Unbekannt zuständigkeitshalber an die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen abgegeben wurde, liegt der Redaktion vor. Mit der Behauptung, die junge Frau aus Bad Lippspringe in Nordrhein-Westfalen sei ermordet worden, ist damit aus dem vermissten Fall automatisch ein Todesermittlungsverfahren geworden, für das nun nicht mehr allein die Polizei zuständig sei. Handfeste Hinweise auf ein Verbrechen gebe es aber nach wie vor nicht. Ich habe selber jetzt ja erst aus den Medien erfahren, dass aufgrund einer Anzeige die Polizei und die Staatsanwaltschaft ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet haben. Darüber freue ich mich sehr, wobei ich mich schon frage, wieso man das erst jetzt, ein Jahr nach ihrem Verschwinden, macht und so lange jetzt immer noch von dieser Unglücksthese ausgegangen ist und dass sie im Werratal ist und erst jetzt sozusagen sich auch für andere Optionen öffnet, dass sie auch einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein könnte. Vielleicht hat man das intern schon früher auch mal auf dem Schirm gehabt, aber es wurde halt nie publiziert und es wurde ja auch nie so richtig außerhalb des Werratals von der Polizei gesucht. Ich finde, man hat sich da einseitig festgelegt. Kann ja sein, dass die Polizei recht hat, dann Asche auf mein Haupt und auch auf das Haupt aller derer, die ein Verbrechen sehen, aber mein Gefühl ist, dass sie nicht im Werratal ist, weiterhin wie von Anfang an, und dass es kein Unfall war, sondern ein Verbrechen. Und man muss ja auch mal eines feststellen.
Das Werratal ist sowohl von der Polizei als auch von der Feuerwehr, von der Bergwacht, als auch und ganz besonders von diesen ganzen Findet-Scarlet-Gruppen und auch von unbewusst von ganz vielen Touristen dieses Jahr durchschritten worden und man hat nichts von Scarlet gefunden. Ja, das spricht doch eigentlich gegen das Werratal. Und ja, ich finde es schade, dass jetzt ein Jahr ins Land gehen musste und dadurch ja auch viele Spuren verwischt sind und auch sozusagen Beweise, die man noch hätte sammeln können, wie zum Beispiel die Tasche, besser auswerten, dass man da erst jetzt zukommt. Ich hoffe, dass man die Tasche noch hat, irgendwo in der Asservatenkammer. Man hat ja auch nie mehr sich bei dem Finder gemeldet oder sie ihm zurückgegeben. Ich hoffe, dass man die Tasche noch hat und dass man sie jetzt mal untersucht. Gab es womöglich doch ein Gewaltverbrechen, wie der Seher Michael Schneider schon seit Monaten behauptet? Durch seine Erfolge in der Vergangenheit wurde über den ehemaligen Polizeireporter und Großneffen von Spiegelgründer Rudolf Augstein auch schon in vielen Medien berichtet. Während die Polizei für ihre Arbeit Geld bekommt, arbeitet er hingegen in vermissten Fällen komplett ehrenamtlich und kostenfrei. Scarlets Angehörige sind nur 5 Tage nach ihrem Verschwinden von sich aus an Schneider herangetreten. Wenige Tage nachdem sich die Schwester von Scarlett bei mir gemeldet hatte und ich der Feuerwehr nochmal Koordinaten gegeben hatte zwischen Ibach und St. Blasien, hat sich eine Dame aus St. Blasien bei mir gemeldet und mich auf den Kanal Schwarzwald TV verwiesen. Dann habe ich mich dort gemeldet und habe auch dort Koordinaten hingeschickt und auch meine Version, dass ich Scarlett tot sehe, einem Verbrechen zum Opfer gefallen und nicht im Werratal. Ich bin dann relativ schnell von dieser Stelle von Ibach, zwischen Ibach und St. Blasien, nachdem ich auch die neue Information hatte, dass sie zuletzt in Todtmoos gesehen wurde und eben nicht in St. Blasien. Das war ja eine Erstfehlinformation, dass sie zuletzt in St. Blasien gesehen worden sein soll. Mit dieser neuen Information bekam ich dann dieses Gebiet Dachsberg-Kirchspielwald. Und im Kirchspielwald wurde ja auch am 14. Oktober exakt auf der Koordinate, die ich einem für mich Suchenden, nämlich dem Markus aus Altbruck, gegeben habe, da wurde metergenau, hat der Markus da eine Tasche gefunden mit folgendem Inhalt, und zwar einem schwarzen Frauenumhang, wo die Schwester von Scarlett zu mir am Telefon sagte, dass Scarlett so einen Umhang gehabt hätte, aber nicht in der Größe. Jetzt kann man ja auch solche Umhänge in verschiedenen Größen haben und das weiß die Schwester gar nicht. Dann ein Handy-Ladekabel, eine Mezzomix-Flasche, Stifte, Einweghandschuhe, Kekse. Und ich finde, dass dieses Ganze in dieser Tasche mitten im Wald, das ist so ungewöhnlich. Und dann auch noch metergenau auf der Koordinate. Das fand auch der Finder der Tasche und das finde ich. Dann hat der Finder der Tasche, ist zu seinem Auto gegangen und dort wartete bereits die Polizei auf ihn. Weil der russische Oppositionelle Alexei Nawalny in der Nähe war, hat ein Unbekannter die Polizei angerufen und auf den durch den Wald streifenden Finder aufmerksam gemacht. Als der Finder bei seinem Wagen ankam, wartete bereits die Polizei auf ihn, wollte die Tasche aber trotz der Schilderung des Vorfalls partout nicht entgegennehmen. Der Finder musste daher extra zum Polizeiposten Görwil fahren. Auch dort war man nicht begeistert, so berichtete er es dem Seher. Wenn ja jetzt, nach fast einem Jahr, die Polizei auch ein Todesermittlungsverfahren einleitet und die Staatsanwaltschaft und wenn man sozusagen ein Verbrechen damit nicht mehr ausschließt, wo man ja davor immer von einem Unglück im Werratal ausgegangen ist, dann finde ich, ist diese Tasche ein wichtiges Beweisstück, was eventuell mit Scarlett zu tun hat, Betonung auf eventuell. Und deshalb wäre es in meinen Augen wichtig, dass die Tasche nochmal untersucht würde und auch, dass sie mal der Familie von Scarlett geschickt würde, damit die gucken können, ob dieser Frauenumhang wirklich zu ihr passen könnte und das Handy-Ladekabel und alle anderen Sachen, die Einweghandschuhe, die da drin waren, in einer
Folientüte mit vielen Einweghandschuhen. Also ich finde das alles sehr ungewöhnlich und wir bleiben auch weiter dran. Diese Woche wird noch ein oder zweimal geguckt in der Gegend und also ich gebe noch nicht auf und fühle mich jetzt ja auch bestätigt, dass man jetzt auch in Erwägung zieht, dass es ein Verbrechen sein könnte, was ich halt von Anfang an gesagt habe. Die Polizei sagte den Verwandten von Scarlett, dass die Tasche wahrscheinlich schon länger im Wald gelegen hätte. Das sehen der Finder und der Seher jedoch ganz anders. Der Finder schrieb am 14. Oktober 2020 an den Seher: "Also ich glaube nach wie vor immer noch an ein Verbrechen. Die Tasche geht mir nicht aus dem Kopf. Den ganzen Tag lasse ich mir die Gegenstände nochmals Revue passieren. Schwarze Outdoor-Kleidung, Handy-Ladekabel, Zahnbürste, Trinkglas, Kugelschreiber, 0,5 Liter Mezzomix-Flasche, Packung angefangene Müsli- oder Eiweißriegel, Batterien AA, angefangene Packung Einweg-Latex-Handschuhe und noch mehr vermutlich. Aber weiter habe ich nicht geschaut, da ich die Sachen sonst hätte anfassen müssen. Das sind doch alles Sachen, die in Summe zusammen zu einem Rucksacktouristen passen würden. Und dann liegt das genau auf der Stelle, die du gesagt hast, Michael. Das kann doch kein Zufall sein. Also bitte haltet mich nicht für einen Verschwörungstheoretiker oder so. Aber ich glaube immer noch, dass die Sachen Scarlett gehören könnten oder mit der Tat in Verbindung stehen. Mein Gedanke? Die Polizei prüft nach wie vor den Inhalt der Tasche, sagt aber dir, Michael, dass die Sachen nicht von Scarlett sind. Um weiter in Ruhe ermitteln zu können, vermutlich wollen sie nicht, dass wir weiter selbst suchen und uns einmischen. Ist so mein Gedanke." So die E-Mail vom Finder an den Seher Michael Schneider. In der E-Mail, die Michael Schneider mir sandt, ist unter anderem auch die Koordinate der Tasche. Und er schickt mir eine weitere Koordinate. Er schreibt: "Die Stelle, an der und in deren Umfeld, vier Ausrufungszeichen, ich Sie und Ihre Freunde und Kollegen bitten würde, nach Grabungsspuren, Bodenabsenkungen oder Wachstumsveränderungen zu schauen, liegt hier." Dann schreibt er weiter: "Was ich sehr betonen möchte, es handelt jeder der freiwillig Suchenden auf eigene Gefahr und Rechnung. Und beachtet bitte die Corona-Schutzmaßnahmen, sprich keine Gruppenansammlungen im Wald und auch keine Grabungen ohne die vorherige Erlaubnis des Waldbesitzers bzw. der Forstbehörde. Und an alle Menschen gerichtet, die mein Handeln aus ihrer subjektiven und nicht alle Details kennenden Sicht durchaus verständlicherweise als aufdringlich oder despektierlich gegenüber Scarletts Angehörigen betrachten. Scarletts Angehörige haben sich 5 Tage nach ihrem Verschwinden von sich aus und ohne dass ich vorher mit ihnen Kontakt aufgenommen hätte, in Klammer, den hatte ich von mir aus nur zur Feuerwehr, zur Polizei und zu privaten Suchern vor Ort aufgenommen, Klammer zu, mehrmals per Mail und per Telefon hilfesuchend und sehr verzweifelt an mich gewandt. Seitdem hatten wir mehrmals Kontakt. Ich nehme für meine Arbeit in vermissten Fällen grundsätzlich kein Geld und betone immer, dass ich mich täuschen kann, komplett oder in Detail. Zudem mache ich aus spiritueller Quelle und Sicht niemals Verdächtigungen gegenüber Menschen, ob sie als Täter in Frage kommen könnten. Denn es gibt nicht nur Mord, sondern auch Rufmord. Und den werde ich niemals begehen. Das passiert ja in vielen Kriminal- und Vermisstenfällen leider schon oft genug im Internet." Er schreibt weiter: "Sie können diese Mail und die Fotos der Tasche und der Fundstelle gerne in Gänze veröffentlichen. Ich bedanke mich sehr für Ihre Hilfe und verbleibe. Mit freundlichen Grüßen und besten Wünschen, Michael Schneider." Erreichbar unter www.einseher.de.
Neben der Tasche wurde bereits am 11. September 2020 von einer Wanderin eine Zahnbürste und Zahnpasta an einem Brunnen im Bannwald bei der Ewaldhütte gefunden. War hier Scarlett? Ein DNA-Test mit der Zahnbürste sollte keiner gemacht werden, hieß es damals seitens der Polizei bei einem Telefonat noch vor Ort. Die Zahnbürste und Paste blieb somit unberührt am Brunnen liegen. 4 Stunden später dann ein erneuter Anruf von der Polizei Bad Säckingen. Sie teilten mit, dass die Zahnbürste und Paste nichts mit dem Fall zu tun haben soll. Also meines Erachtens haben die an der Ewaldhütte gefundene Zahnbürste und auch der Schlafsack bei Harry Schried haben nichts mit Scarletts Verschwinden zu tun. Die Tasche aber vielmehr schon, weil da, wie gesagt, der schwarze Frauenumhang drin war, das Handy-Ladekabel, die Einweghandschuhe in der Box-Folientüte mit vielen Einweghandschuhen. Und vor allen Dingen stand diese Tasche, das ist das Ungewöhnliche, stand mitten im Wald an einer Stelle, wo kein Wanderer vorbeikommt und wo auch kein Wanderweg lang geht. Ja, so. Und dass ich ein gutes Gespür habe, zeigt sich ja auch daran, weil Anfang des Jahres auch Leute geguckt haben im Werratal an der Felsenhütte und mit einer Drohne und haben dort einen roten Rucksack gefunden. Und also die Drohne hatten ihn angezeigt. Und ich habe noch, bevor die da runtergeklettert sind, zu denen gesagt, der rote Rucksack gehört nicht zu Scarlett. Und nun hatte Scarlett ja einen roten Rucksack. Und sie wollte diese Route gehen, von daher gesehen wäre das ja rein weltlich sehr naheliegend gewesen, dass dieser rote Rucksack mit Scarlett und ihrem Verschwinden zu tun hat. Jetzt war es so, die haben das der Polizei gegeben, den Rucksack, und da stellte sich heraus, dass um die Weihnachtstage ein Wanderer dort seinen roten Rucksack an der Felsenhütte verloren hat. Wie auch immer das passiert sein mag, es ist so gewesen. Aber vorher wusste das ja keiner und ich auch nicht. Und ich habe vorher gesagt, per E-Mail und auch telefonisch, das kann ich auch belegen, dass der rote Rucksack nichts mit Scarletts Verschwinden zu tun hat. Und so war es auch. Ich sage aber vielmehr, diese Tasche hat was mit Scarletts Verschwinden zu tun. Und da finde ich es sehr schade, dass das so schnell abgetan wurde, damals Mitte Oktober. So schnell gesagt wurde, ja, hat nichts mit Scarlett zu tun. Und ich finde, das war ein Fehler und da müsste man jetzt nochmal eine Untersuchung der Tasche starten. Für viele klingt das wie Hokuspokus, doch Michael Schneider hatte mit seiner Gabe schon mehrfach Erfolg. So wurde zum Beispiel die vermisste Jeanette T. aus Rostock, die an Silvester 2018 nachmittags spazieren ging und nach ein paar Stunden ihr Hund allein ohne Leine zurückkam, durch Michael Schneider 3 Tage nach ihrem Verschwinden gefunden. Der Seher macht klar, er will Vermisste aufspüren, keine Täter ermitteln. Das sei ein Riesenunterschied. In 4 Fällen aus Baden-Württemberg konnte Schneider schon helfen. Einer davon im Süden, ein mysteriöser Tod am Bodensee. 200 Tage war die 33-jährige Tanja Meyer aus Friedingen am Bodensee wie vom Erdboden verschluckt. Schneider wurde von Tanjas Eltern um Hilfe gebeten. Er sagte, dass sie ca. 300 Meter im See liegt. Die Polizei nahm seinen Hinweis nicht ernst. Bis zuletzt hofften ihre Eltern auf ein Wunder. Vergebens. Nach 199 Tagen dann die Nachricht. Tanja liegt tot im Bodensee. Er konnte uns sofort sagen, dass die Tanja tot im See liegt. Der tatsächliche Fundort war knapp ein Dreivierteljahr später, lediglich 800 Meter entfernt von Schneiders vermuteter Stelle. Sie wurde auf dem Wasser treibend von der Feuerwehr gefunden. Ich habe ja diverse Koordinaten gegeben in einigen Gegenden und ich kann jeden verstehen, der dann sagt, wieso Hü und Hot und da und dort. Das kann ich verstehen. Dieser Fall ist halt ein sehr schwieriger Fall, auch für mich. Er ist teuflisch belegt in meinen Augen. Er ist sehr dunkel, was mit dem Täter zu tun hat. Und ich sage auch das von Anfang an und sage von Anfang an, dass es ein Verbrechen ist. Und das macht es mir so schwer, diesen Fall zu lösen. Ja. Und ein Punkt ist aber auch, dass ich mich immer in Frage stelle, wenn nichts gefunden wurde, anstatt auch mal die Suchenden nicht zu kritisieren, aber doch in Frage zu stellen.
Und da hat mir vor kurzem der Markus, der die Tasche gefunden hat, der hat ein Experiment gemacht. Der hat einen roten GPS-Punkt gesetzt an einer Kapelle. Und er wusste ja, wo die Kapelle ist und hat sich dann vom Handy dahin führen lassen. Und das Handy hat ihn eben nicht genau zu der Kapelle geführt. Das beweist ja, es kann richtig sein mit der Koordinate, also dass das Handy dann genau hinführt. Es kann aber auch gerade im Schwarzwald, wo die Handyverbindungen oft sehr schlecht sind und auch die GPS-Strahlen nicht in jedes Tal richtig reinkommen scheinbar, dann kann es eben auch dazu kommen, das kennt man ja auch vom Navigationssystem im Auto, dass man mal fehlgeführt wird. Und in der Vergangenheit habe ich mich dann immer selber in Frage gestellt und habe dann gesagt, okay, dann ist da wahrscheinlich auch nichts und habe dann eine neue Koordinate gegeben in meiner Verzweiflung. Aber ich sage auch mal, und das haben die Suchenden selbstkritisch ja auch mir gegenüber gesagt, es kann ja auch sein, die haben nicht richtig geguckt oder sind dran vorbeigelaufen. Es ist ja nun auch wirklich, selbst wenn ich recht haben sollte mit einer Koordinate, ist es ja die Stecknadel im Heuhaufen. Aber trotzdem geben will ich auf und ich habe schon genug Misserfolge in meiner Karriere, aber ich habe auch schon so viele Erfolge, die auch teilweise extrem ungewöhnlich sind. Allein dieses Jahr habe ich 7 Leichen aufgespürt von Menschen. 3 Hunde lebend lokalisiert, die in Bewegung waren, die vermisst waren, und eine Schildkröte und eine Katze. Und ich habe diese Erfolge und von daher gesehen werde ich auch im Fall Scarlett nicht aufgeben. Wie lange die Freiwilligensucher noch unterwegs sein werden, ist unbekannt. Jedenfalls geben sie nicht auf.